Kevin hat über mich geredet. Mir wurde zugetragen, dass er nicht gut über mich geredet hat und mich gefrontet hat oder mich kritisiert hat. Deswegen werden wir uns das jetzt anschauen und uns der Kritik stellen. Anscheinend hier in einem Reaction-Video ab der Minute 18. Ich habe jetzt einfach mal 17:47 gemacht. Wir schauen uns den Hasen mal an. Mal schauen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut das Video vorbei. Let's go. Zusammenhang zu reißen und zu verdrehen. Es geht darum übrigens in der Reaction, dass Peter Lustig doch kein Kinderhasser war. Da wurden irgendwie Lügen von der Bild exposed. In einen anderen Kontext zu stellen, in einen anderen politischen Kontext zu stellen, in das Gegenteil zu wenden. Damals war es noch nicht so häufig. Trotzdem hätte ich es ja mitdenken können. Ja, und mir überlegen können, vielleicht sollte ich das Zitat dann doch weglassen. Was natürlich auch wieder ein total schizophrener Gedanke ist, wenn man ihn weiterspinnt, weil mit so einer Schere im Kopf zu arbeiten, mit so einem, darf ich die Wirklichkeit eigentlich in Gänze zeigen oder sollte ich es besser lassen, weil sie missbraucht werden könnte? So kann man als Journalist ja eigentlich auch nicht arbeiten. Aber ja, diese Form der Nutzung... Dann dürften wir, also wenn wir jetzt danach gehen... Ich mache das tatsächlich auch wirklich nicht, weil es Leute gibt, die das wirklich aus dem Kontext reißen, aber es gibt einige, die machen das, zum Beispiel Salamibrötchen, mir fällt es auch immer wieder auf. Salamibrötchen, der erfindet manchmal so Szenarien, um Leute mehr oder weniger vorzuführen von der Meinung und sagt etwas selbst, was so gesponnen ist, ne? Ich finde das krass, also ich habe das natürlich schon gesehen, ich finde das richtig, richtig krass, was er sagt, muss ich sagen. Ja, Beispiel, genau. Es fehlt einfach jeglicher, also wirklich jegliches Beispiel. Er wirft mir hier vor, zumindest verstehe ich das so, dass ich mir, wenn ich über andere Influencer rede, mir einfach irgendwas ausdenke, irgendwas dazu erfinde oder irgendwie Sachen weglasse, um halt den Influencer schlecht dastehen zu lassen und irgendwas zu erfinden. Ja, wir können es uns gerne nochmal anschauen. Wirklich aus dem Kontext reißen, aber es gibt einige, die machen das, zum Beispiel Salamibrötchen mir... Er würde nichts aus dem Kontext reißen, aber es gibt einige, die machen das, zum Beispiel ich. Wo? Gib mir ein Beispiel. Keine Ahnung, ich find's ehrlich uncool. Muss ich wirklich sagen, dass er einfach so gegen mich schießt oder mich kritisiert, ohne irgendein Beispiel. Zumindest verstehe ich es auch, vielleicht verstehe ich es komplett falsch, aber... also ich wüsste nicht, wie man das anders verstehen soll als so. Mir fällt es auch immer wieder auf. Salamibrötchen, der erfindet manchmal so Szenarien, um Leute mehr oder weniger vorzuführen von der Meinung und sagt etwas selbst, was so gesponnen ist. Ne? Kann ich jetzt nicht, ich kann jetzt hier kein Beispiel wiedergeben. Ja, zum Beispiel, oder ich sage jetzt mal sowas wie... ich kann kein Beispiel wiedergeben. Mal gesponnen... Dann solltest du es vielleicht auch nicht sagen. Ich finde Kaiser doof, ja? Dann könnte dieses Ich finde Kaiser doof einfach rausgenommen werden, irgendwo gepostet werden und dann entsteht ein Beef. Ja, obwohl ich das gar nicht gemeint habe, sondern ich habe einfach nur gesagt, gesponnen, ich finde Kaiser doof. So in der Art. Und da mache ich mir mittlerweile auch schon, das ist eigentlich traurig, aber ich mache mir mittlerweile auch schon Gedanken, weil früher wurde ich auch mal mega aus dem Kontext gezogen und dann wurde das überall veröffentlicht. Ja, aber wo ziehe ich denn jemanden aus dem Kontext? Das würde ich halt mal gerne wissen. Gib mir ein Beispiel, das würde mir reichen. Ich glaube, er meint so ein bisschen die Sache mit Lucy Hellenbrecht und dieser Trans-Thematik, weil Lucy mir das vorgeworfen hat und Alpha Kevin da voll mit auf den Hype-Train gegangen ist und auch dann voll mich kritisiert hat, dass ich da irgendwas aus dem Kontext gezogen habe in seiner Reaction, was absolut lost war, das habe ich ihm auch privat per Insta geschrieben, weil ich das Ding halt nicht in die Öffentlichkeit ziehen wollte, wäre das irgendein anderer gewesen, ich hätte sofort ein Video gemacht, also weil es halt Alpha Kevin ist, habe ich es nicht gemacht, weil ich ihn mag und das ihn schaue so, aber kam keine Antwort auf Insta, hat ihn anscheinend nicht gejuckt, dass ich gesagt habe, dass es nicht cool war, weil er hat einfach nur das Video von Lucy Hellenbrecht gesehen, wie sie mich kritisiert hat und ungefähr 30 Sekunden meines Videos bei sich eingeblendet hat, von 20 Minuten, aber er selber schaut nicht mein Video, kann sich also überhaupt nicht irgendwie eine Meinung bilden, weiß überhaupt nicht, was ich gesagt habe und kritisiert mich dann anhand der Sachen von Lucy Hellenbrecht, die mich komplett aus dem Kontext reißt und mich absolut falsch darstellt. Also quasi Lucy Hellenbrecht hat das mit mir gemacht, was Alpha Kevin und Lucy mir vorwerfen, was ich machen würde. Das ist so krass einfach. Also Real Talk, ich finde das wirklich krass. Und dann einfach sich im Stream hinzustellen und dann schlecht über mich zu sprechen, ohne ein Beispiel zu nennen, einfach nur aus dem
einfach nur so das zu sagen, finde ich halt wirklich, also ich, obwohl wir cool sind so, zumindest aus, von meiner Seite, finde ich, also finde ich, finde es richtig unnötig, wisst ihr? Und dann, obwohl ich das Thema mit ihm einfach besprechen wollte, mir dann nicht zu antworten, aber dann darüber im Stream zu sprechen, also Real Talk finde ich uncool, also No Joke finde ich ernst uncool so. Dann stand ich da, als würde ich Gruppe XY Kacke finden. Und da habe ich auch, seitdem sage ich mir auch, okay, ich zitiere nicht mehr, ja, in der Hinsicht. Also ich sage, also beziehungsweise ich versuche das zu vermeiden, solche Szenarien so auszusprechen, wie ich es gerade ausgesprochen habe, ne, so, ich finde Kaiser doof. Ja, einfach weil es Leute gibt, die das dann auf Ernst klippen, ja, und... Aber wo mache ich denn sowas? Also, keine Ahnung, meine Videos sind öfter länger als die von Alpha Kevin, also, und in meinem neuen Video zum Beispiel habe ich, sind locker 30-40% meines Videos sind Originalvideo, die ich benutze. Also, wenn es aus Spaß so geklippt ist, ist ja kein Problem, aber dann wirklich in einem falschen Kontext irgendwo veröffentlichen und dann daraus wirklich ein schweres Thema entsteht. Von Zitaten. Ja, keine Ahnung, finde ich super schwach. Ich kann mir gut vorstellen, von welcher Person das so kommt, der Einfluss. Wenn Alpha Kevin hier vielleicht auf das Video reagiert oder das privat sieht, wird das natürlich abstreiten, weil er es einfach noch nicht sieht. Ja, das ist halt einfach das Ding. Wenn ihr wüsstet, wie viele Menschen mir auch aus dem Umfeld und auch mir andere Influencer geschrieben haben, dass sie erst auf die Person reingefallen sind und dann erst später gemerkt haben, was das für ein schlechter Einfluss war, dann würdet ihr es verstehen. Aber kann natürlich auch andere Gründe haben, aber das wäre jetzt so meine Vermutung. Ich glaube, ich habe auch noch seine hier Moderatorin gebannt, weil die mir auch extrem auf den Sack gegangen ist immer wieder und mich ultra genervt hat, auch in meinen Insta-DMs und so. Da habe ich einfach keinen Bock mehr, habe die überall gebannt. Vielleicht hat es auch noch einen Einfluss, keine Ahnung. Aber keine Ahnung, ich finde es schwach. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch komplett falsch verstanden, aber dann hätte er sich auch einfach super schlecht ausgedrückt. Ich wollte auch eine Sache nicht kritisieren an Alpha Kevin. Und zwar die Sache hier, aber das sage ich jetzt auch noch. Weil wenn ich schon Alpha Kevin kritisiere, was ich hiermit mache, dann auch das, weil ich wollte es wirklich, ich habe wirklich hin und her überlegt, ob ich dazu ein Video mache, weil ich fand das wirklich den schlechtesten Tweet des Jahres fast schon. Muss ich sagen. Weil er hat hier Tobias Huch kritisiert, dass er den fehlerhaften Beschluss, sagt er, eines Landgerichts nicht akzeptiert. Also er hat ja irgendwie vor Gericht, es war keine mündliche Verhandlung, also hat er eigentlich nicht vor Gericht verloren, aber er hat, sage ich jetzt einfach, muss vereinfachen, vor Gericht in erster Instanz verloren. Anwalt Alexander Boos hat da ein gutes Video zugemacht und ich halte auch die Vorwürfe absolut für untragbar. Er wird da in den nächsten Ebenen auf jeden Fall gewinnen, da bin ich mir ganz sicher. Und auch wenn es eine mündliche Verhandlung gibt. Ich meine, es gibt keine mündliche Verhandlung. Also wie soll er sich wehren? Wie soll man dieses Urteil akzeptieren? Würdet ihr ein Urteil akzeptieren vor ein Gericht, vor dem ihr gar nicht aufgetreten seid? Ich persönlich nicht, aber wenn Alpha Kevin das könnte, ist ja sein gutes Recht. Aber sein gutes Recht ist es nicht, dann Tobias Huch dafür zu kritisieren, dass er ein Gerichtsurteil, was ihn betrifft, nicht zu akzeptieren. Würdest du ein Gerichtsurteil akzeptieren, von dem du wirklich überzeugt bist, dass es falsch ist? Also wie viel, also ihr habt keine Vorstellung, wie viele Gerichtsurteile gefällt wurden auf einem Landes- oder Amtsgericht oder auch Oberlandesgericht und dann auf späteren Instanzen erst anders entschieden werden. Also das ist ja gerade der Sinn von diesen Instanzen. Und dass dann Alpha Kevin sagt, dass man irgendwann ein Ende finden muss und dass es absurd ist, da die ganzen Vorwürfe zu bringen und das ist doch mal gut und man muss es akzeptieren und so. Bei aller Liebe, Alpha Kevin, das ist nicht dein Bier, weißt du? Also ich konnte das auch nicht verstehen, ich bin absolut auf Tobias Huchs Seite, abgesehen von der Thematik, ne? Ich habe überhaupt, also mir ist es komplett egal mit der Shoyoka-Sache und so, ich bin da komplett raus. Inhaltlich egal, ne? Es geht generell darum, dass man Gerichtsentscheidungen nicht akzeptieren muss, wenn sie nicht komplett durch sind, wenn der Rechtsweg nicht ausgeschöpft ist.
Und deswegen kann ich die Kritik da absolut nicht nachvollziehen. Und Tobias Such hat ihn ja auch dafür dann, glaube ich, auch kritisiert. Aber das war auch noch so eine Sache. Keine Ahnung. So, das waren so zwei Aktionen jetzt in letzter Zeit, die ich einfach überhaupt nicht cool fand von ihm. Deswegen sage ich es einfach öffentlich, wenn er sich privat dazu nicht äußern will, dann ist das okay. Aber dann mache ich es jetzt hier, weil ich muss auch irgendwie mal meinen Namen da saven, wenn er den so in den Dreck zieht. Und dann auch mal für Tobias einstehen an der Stelle. Ich mag Kevin auch, gar keine Frage. Ich habe wegen ihm mit Meinungsblogs angefangen damals, unter anderem wegen Firegoden und ihm. Ich schaue den, seit der unter 6.000 Abonnenten hat auf YouTube. Und als er noch damals so Videos gemacht hat, wie er von LKW zu LKW gehüpft ist. Und ja, aber dann finde ich es auch gerade in der Position besonders wichtig, auch was dazu zu sagen. Und ja, keine Ahnung, ich wollte einfach mal meine Meinung zu sagen, weil ich konnte es einfach nicht stehen lassen. Ich fand es wirklich uncool. Das hat mich richtig geärgert, muss ich sagen. Und ja, aber ich schaue ihn trotzdem noch, ich mag ihn noch, aber ja, die Aktionen beide fand ich jetzt nicht so nice, deswegen haue ich es jetzt einfach mal raus. Vor allem wegen auch Insta und so. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like und ein Abo da, schaut auf Twitch vorbei und schreibt eure Meinung zu den Aktionen in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war jetzt einfach Freestyle im Stream. Bis zum nächsten Mal und...